Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Grobi. So, wir machen heute hier für diese Adventskalender einen Boden sozusagen, da wo was reinstellen können. Ich habe einen, habe ich schon fertig, der ist schon verschenkt. Ich blende euch mal das Foto dazu ein. Und so will ich das hier auch machen. Ich habe hier schon wieder... Na, mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Guck mal, wie meine Klinge. Ich glaube, ich muss mal eine neue Klinge machen. Dabei habe ich einen Rollschneider. Aber da kann man natürlich nicht so einen Arm ausklappen. Okay, egal. Wir legen erstmal los. Ich habe mir hier von den verbastelten Papierblöcken habe ich mir einmal das Unterteil genommen. In 28x24. Dann habe ich mir hier aus so einem Block so ein schönes Bild rausgesucht, weil für was will man die sonst benutzen? Das habe ich ein bisschen kleiner geschnitten. 2 mm auf 27,8x23,8. So. Soll das dann hier auf? Na, mal gucken, ob das so passt. Ob ich das so gerade geschnitten habe. Sieht ein bisschen schief aus. Egal, wir kriegen das hin. Dann habe ich mir 4 solche Dinger geschnitten. Und die sind 28 mal 3,8 ungefähr. Davon habe ich 4 geschnitten. Es ist zwar nicht quadratisch, aber wir brauchen ja an einer Seite Klebelaschen. Dann habe ich das Ganze gefaltet bei 1 cm, bei 2,5 und bei 3,8. Unten die 1 cm sollen die Klebelasche werden und dann will ich das noch so einschlagen, dass es ein bisschen stabiler ist und nicht so weiß von innen. Jetzt würde ich hier erstmal an 2 hier unten die Klebelasche anschrägen. Das legen wir erstmal zur Seite. Legen wir auch erstmal zur Seite. Jetzt gucken wir mal, was ist die 28er? Die 28er sind hier die kleinen. Ich nehme das mal hier ein bisschen zur Seite. Habe ich schon gesagt, dass mein Schreibtisch zu klein ist. Aber mein Mann hat mir jetzt gesagt, nächstes Jahr werden wir hier die eine Wand ein bisschen umbauen, dass ich ein bisschen Schränke, ein bisschen mehr Stauraum kriege. Und dann kommt hier vielleicht hier so, jetzt habe ich euch angeschuckelt, hier noch ein bisschen verlängert Schreibtisch hin. Dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Platz. So, ich würde das als unten nehmen. So, hier ist das 28er. Kommt hier hin. Ja, ich würde es aber wahrscheinlich eher so rummachen. Dann sehe ich besser, wie es hier drauf passt. Es steht aber auch überall alles rum, weil ich hier nebenbei noch, ich habe doch hier von diesen ganzen Duplo-Verpackungen hier, für meinen Mann habe ich 40 Stück gemacht. Jetzt habe ich hier für meinen Sohn noch ein paar gemacht. Und für mich möchte ich auch noch welche machen. Ja, erstmal wieder Duplos kaufen, wie das so ist. So, ein bisschen Klebe hier unten auf die Klebelasche. So, ich fange schon wieder an mit so. Und hier unten ankleben. Schön gerade. Oder wenn es nicht ganz gerade ist, auch nicht wild. Ihr kennt mich ja. Das wird schon irgendwie passen zum Schluss. Einmal umdrehen. Also das hier mit dem...
glaube, ich habe noch irgendwo Ersatzschneidemesser. Aber ich brauche eigentlich nur einzeichnen und dann kann ich es mit meinem schönen Rollschneider schneiden. Aber dann müsste man ja wieder einen Schritt mehr machen. Aber das musste ich jetzt hier mit einer Feile, einer Nagelfeile bearbeiten. Also, oh, Blödsinn. Da hätte ich es auch anzeichnen können. Wie das dann so ist, oder? Man macht sich irgendwie immer mehr Arbeit als ist. Wie sagt mein Mann immer? Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Nee, das ist hier nicht ganz gerade. So, ein bisschen näher ranschieben. So. Einmal festdrücken. Okidoki. Jetzt brauchen wir ja hier Klebelaschen, deswegen habe ich das hier einfach ein bisschen länger gelassen. Da zeichne ich mir jetzt, oder ich nehme gleich mal hier so ein bisschen. Dann haben wir auf der Seite ist hier und hier Falzen und hier Klebelasche. Das nehme ich jetzt nur so Pi mal Daumen. Das legt sich nachher eh hin. So ungefähr, wie wir es brauchen. Wenn nicht, schieben wir es noch ein bisschen. So kann man auch basteln. Ja, glaubt mir, es geht. Einmal abschneiden. Dann brauchen wir... Das hier oben brauchen wir nicht. Das ist ja das, was wir umschlagen. Das ist die Klebelasche. Das können wir auch ein bisschen anschrägen. Und das unten brauchen wir auch nicht. Das lassen wir stehen. Und das machen wir hier auch. Und ein bisschen anschrägen. Klebelasche anschrägen. Klebelasche anschrägen. Und das hier oben. Jetzt lassen wir ein bisschen gerader, sonst guckt, wenn wir das hier umschlagen, zu viel Weiß raus. Aber das ist eh in, das ist wurscht. Und dasselbe machen wir auf der anderen Seite genauso. Hier haben wir die kleine Klebelasche. Ich lege mir das jetzt einfach hier aufeinander. So. Und schneide das hier ab und hier genauso. Und ihr werdet sehen, das fällt nachher gar nicht so auf. So, ich schneide erstmal hier ab. So. So. Und zack. Dann haben wir zwei davon. Nehmen wir mal den Müll hier weg. Dann kommt einmal Kleber wieder hier unten drauf. Und hier unten dann geklebt. Geht. Passt, wackelt und hat Luft. Auch hier unten. Schudele. Dann knicke ich mir die nach innen. Die hier sind noch nicht geknickt. Aber jetzt einmal Kleber drauf auf das kleine Schnippelchen.
und einen Moment fesseln. Ah, vielleicht sollte ich da Tombo für nehmen, das geht schneller. Weil Tombo und ich, wir sind ja keine Freunde, aber ihr habt gesehen, ich habe mir... Das ist natürlich der Nachteil. Kommt hier noch was raus? Jetzt ist der andere Kleber da drüber. Mal gucken, ob das trotzdem funktioniert. Dafür ist der natürlich schon cool. Jetzt geht es da hinten gleich wieder ab. Einfach jetzt hier. Ihr seht das gar nicht richtig warm. Also die Ecken hier reinkleben. So. Hier Kleber drauf. Und so weit weg. Meine Arme sind zu kurz. Umso dicker man wird, umso kürzer werden die Arme. Könnt ihr mir glauben? Ich spreche da aus Erfahrung. Letzte Lasche. Auch rankleben. Kurz halten. Dann können wir den schon wieder zumachen. Und jetzt klebt alles an den Fingern. Egal, was ich jetzt anfasse. Nur weil ich den Tombo angefasst habe. Das ist unglaublich. Jetzt nehme ich wieder den. Jetzt mache ich hier oben auf den Rand Kleber und klebe das nach innen. Ich mache das so und gehe da gleich noch ein Falzbein drüber. Jetzt ist gar kein Licht mehr da. Jetzt haben wir zwar unten so ein bisschen weißen Rand, aber besser als wenn man sich damit so irre macht, dass man das nicht richtig reingebogen und reingeklebt kriegt. Das finde ich dann schlimmer. Deswegen mache ich den oberen Rand immer ein bisschen kürzer. Damit sichern wir jetzt auch hier nochmal die Klebelaschen. Und das ist ja nur dieses Tablett, wo der Adventskalender, wo diese ganzen Tütchen drauf kommen. Von daher, vielleicht stellt der Beschenkte das auch einzeln hin, aber so kann man es besser transportieren. So, Dille. Nach innen klappen. Fingernagel drüber und mit dem Falzbein feststreichen. So. Gehen wir hier rüber, dann haben wir ein bisschen mehr Licht. Da habe ich jetzt schon zwei Lampen hängen. Und letzte Seite. Klappen und mit dem Falzbein drüber rubbeln. Man kann den Rand auch höher machen, aber dann sieht man die Zahlen nicht mehr so gut. Es lebt noch. So, nochmal überall einmal drüber. Ja, noch nicht richtig geklebt. Okidoki, ein bisschen einbiegen. Einmal gucken, ob das passt. Ja, das passt.
Kleber drauf. Und ich denke mal, die Tütchen werden wahrscheinlich wieder reingestellt in diesen Adventskalender. Also sieht man das hier unten eh nicht. Aber es gibt noch mal ein bisschen Stabilität, weil so stabil ist es ja auch nicht. Ich guck mir das mal an. Sieht gut aus. Und ich zeige euch das mal. Wenn jetzt hier diese Tütchen hier drin stehen, wenn man das höher macht, dann sieht man die Zahlen nicht mehr so viel. Deswegen habe ich mir gedacht, so klein wie möglich. Ich habe mir dafür noch, hier liegt überall, ich habe keinen Platz. Ich habe mir Klammern geholt. Ja. Ich habe hier mal angefangen. Reichen die? 2, 4, 6. Ne, die reichen nicht. Also brauchen wir noch eine zweite. Hier ist noch so schönes Band. Brauchen wir nicht. Nur Klammern. Und, oh, wo habe ich jetzt meine Rubbellose? Wieder gut vorbereitet. So, da kommen ja jetzt Rubbellose kommen da rein. Und Schoki kommt da rein. Ich werde die jetzt mal alle befüllen. Dabei braucht er mir jetzt nicht zugucken, wie man da jetzt so ein Los reinschmeißt. Obwohl, guck mal, die werden von Jahr zu Jahr größer. Ist unglaublich, oder? Sehr schön. Passt nie schräg rein? Ja, kommt ja eh nur eins rein. Weihnachten und Nikolaus gibt es eins für 2 Euro. Lospreis. Ach, das sind die 1-Euro-Lose. Okay, 1-Euro-Lose. 1-Euro-Los. 1-Euro-Los. 1 Euro. Und wo sind die 2-Euro-Lose? Das ist momentan nicht gar nicht. Seht ihr, da klebt schon wieder was an meinem Finger, weil ich den Tombow angefasst habe. Ach. Hier sind die 2-Euro-Lose, aber oh Mann, das passt doch niemals im Leben hier rein. Dann muss ich das hier irgendwie knicken. Ja, dann müssen die geknickt werden, dann ist das nun mal so. Okay, ich befülle den mal hier in Ruhe und dann hole ich euch wieder dazu. Jetzt mal Kleber zu machen. Also, bis gleich. So, ich habe jetzt alle Päckchen. Irgendwas fällt immer runter, wenn man irgendwas anhebt. Ich habe jetzt alle Päckchen hier reingestopft. So, die passen ganz gut da rein. Ja, eigentlich könnte man die andere Hälfte so rum. Nein, machen wir nicht. So. Dann habe ich hier noch dieses, was oberhalb dieser Zahlen immer ist. Ich habe leider nicht das passende zu diesem. Oder war das das? Weiß ich nicht. Das stecke ich auf jeden Fall einfach nur hier rein. Oder klebe ich das fest? Nee. Oder ich mache es hinten hin. Nee, es kommt an die Seite. So, da hält es ganz gut. Weil ich will das in Folie noch einwickeln. Und ich habe hier noch diese Weihnachtsmannspieße, die habe ich auch bei Action mitgenommen. Achtung, knistert. Nehme ich mir hier noch so ein paar und die stecke ich einfach nur, weil es niedlich aussieht, hier so mit rein.
So, mal ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger. Und hier hinten noch einen. So, gefällt mir das schon. So, die Schokolade. Wegpacken. Ja, das ist jetzt Adventskalender fertig. Kann ich euch so ein bisschen hochhalten. Aus den Tüten vom Action. Den anderen habe ich euch gezeigt, da habe ich ein Foto von gemacht. Und jetzt muss ich noch zwei machen, aber da nehme ich euch jetzt nicht mehr mit. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie es geht. Achso, vielleicht hätte ich euch mal zeigen sollen, wie man diese Tüten so macht. Es gibt ja hier verschiedene Tüten. Es gibt einmal diese Tüten. Wartet mal, ich mache ein bisschen Platz, sonst bin ich, glaube ich, ein bisschen nah dran, oder? Platz ist Warum? Ich knicke die immer einmal in die andere Richtung, dass ich hier diese Falz auch in die andere Richtung habe. Dann lege ich sie wieder gerade übereinander und knicke mir die hier oben so ein bisschen, damit ich diesen Knick habe. Dass das hier unten gefaltet wird, ist nicht so wild. So, dann wird die Vorderseite nach innen geklappt. Dann die beiden Außenseiten nach innen und die haben hier so ein bisschen so eine Wölbung, dass man die hier so einhaken kann. Kann man hier nochmal so ein bisschen nachknicken und ganz zum Schluss, das letzte, knicke ich hier nochmal und es wird einfach hier oben reingesteckt und fertig. Und schon ist die Tüte fertig. Mehr braucht man nicht machen. Das ist ein schönes Papier, wa? Achso, das ist ja noch, gibt ja noch eine andere. Wartet mal, hier ist noch. Die gibt es ja auch noch, diese runden. Die sind schon fertig. Die braucht man wirklich nur noch aufstellen. Also die beiden Falzen, die nicht gefalzt sind, nochmal nachfalzen. Und dann stellt sich das unten automatisch auf. Ich gehe dann meistens nochmal mit dem Falzbein rein und drücke es ein bisschen runter, aber ihr seht, könnt ihr das sehen? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die kommen eh immer ein bisschen hoch. Aber wenn man was reinmacht, dann ist das schon in Ordnung. So, wie ich den in Folie einwickel, zeige ich euch auch nicht. Ich zeige euch gar nichts. Doch, aber... Ihr seht ja, ich habe hier überhaupt keinen Platz. Ich müsste rüber an meinen Arbeitstisch. Und da steht auch schon wieder alles voll, weil ich gerade diese Weihnachtsmänner gesucht habe. Die einfach nur hier links neben mir lagen. Wenn man ein bisschen Ordnung halten würde, wäre es wahrscheinlich auch noch leichter. Aber okay, Ordnung ist total überbewertet. Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. So, ich packe den schon mal dann ein, noch in Folie. Dann muss ich noch den für, der ist für meine Mutti. Dann muss ich noch den für meine Schwiegermutti machen. Und für die Nachbarin. Ich wollte noch einen für meine Arbeitskollegin machen, aber ich habe mich umentschieden. Wartet mal. Kann ich euch noch schnell zeigen. Den wollte ich ja mit Tee machen, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier so ein kleines Häuschen zu machen. Da ist der ganze Tee drin. Oh, das riecht gut. Oh, riecht das gut. So, wartet. Und dann kann man hier unten die einzelnen Teebeutel rausziehen. Da habe ich die Aufkleber von Temu drauf gemacht. Hier ist so ein Holzteilchen drauf. Ja, ist einfacher zum Transportieren. Wenn ich überlege, wenn ich mit meinem Rollator dann zur Arbeit laufe, da gibt es immer keine Parkplätze, da bin ich dann immer eine Viertelstunde bis 20 Minuten unterwegs. Und dann soll ich so einen Kalender mitschleppen. Nee. Deswegen habe ich mir gedacht, was Einfaches, das ist auch schön. Ich hoffe, da freut sie sich drüber. Und die anderen Kollegen kriegen noch so ein Duplo
Muss ich auch noch basteln. Ich habe aber nur noch zwei Duplos. Und wenn ich habe für alle diese Kreise ausgestanzt. Es hat immer funktioniert. Immer. Also egal, was ich ausdrucke und ausschneide, es funktioniert immer. Hier ist jetzt zwar Katja und Manfred drunter, aber wenn mein Name da drunter steht, lässt es sich einfach nicht ausschneiden mit dem Plotter. Ich weiß nicht warum. Aber okay. Ein bisschen Schmierpapier. So, jetzt habe ich für heute erstmal genug. Also sage ich, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Zusehen? Vielen Dank fürs Zuschauen, oder? Ja, ich bin fix und fertig. Lasst mir doch einen Daumen hoch da. Ich freue mich immer über einen netten Kommentar oder ein Abo. Muss ich auch mal sagen, oder? Alle sagen das immer, muss ich auch mal sagen. Ist kostenlos. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bleibt mir alle schön gesund. Tschüss, eure Grobi. Tschüss.